Garten im November. Garten im November, da ist doch nichts mehr los. Denkste, habt ihr dran gedacht, euren Knoblauch zu stecken? Hier sieht man ihn rausspitzen und hier, da kommt er überall ganz schön. Hier hinter mir seht ihr den Palmkohl, der ist riesig geworden und kann man wunderbar beernten. Wer von euch weiß, was ich hier für schöne Früchte bekommen habe, werde ich im Laufe des Videos auflösen. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Es ist keine Walnuss. Und jetzt, solange der Frost noch nicht gekommen ist, gibt es immer noch Fenchelknollen. Richtig schön. Und Lauch, jede Menge Lauch, den ernte ich aber wirklich nur peu à peu. Noch kann er ein bisschen ranwachsen. In die Salate, da kommen die Blätter und die Blüten der Kapuzinerkresse und würzen den Salat richtig gut auf. Lohnt sich und saumäßig gesund, denn die enthalten viele Senföle. Schmecken so gut, richtig würzig. Und nicht wegschmeißen hier die Samen, auch die kann man essen. Man kann entweder so eine Art Kapern draus machen, wobei mir die echten Kapern dann doch besser schmecken. Oder man kann sie auch so roh essen, in den Salat mit reingeben oder ausreifen lassen und dann im nächsten Jahr als Saatgut verwenden. Im Hochbeet, da haben wir noch Mangold. Hier haben wir Aubergine, die haben wir ordentlich abgeerntet. Da hängt noch eine ganz kleine, aber die lohnt sich kaum. Dann ist überall zwischendrin noch ein bisschen Lauch, ein Knollensellerie, wobei der dieses Jahr ganz schlecht gekommen ist. Ja, hoffe ich mal wieder auf nächstes Jahr, dass es besser wird. Petersilie wächst überall zwischendrin, Lauchstangen, jeden Platz ausgenutzt. Was macht euer Hochbeet so während des Jahres? Es sackt ab. Viele Zentimeter, bis man weit unter der Kante ist hier. Hier sieht man es, Oberkante. Bis hierhin ist es abgesackt. Und in einem der nächsten Rigotti-Videos zeige ich euch einen guten Trick, wie ihr es auffüllt und so, dass es einigermaßen voll bleibt. Also bleibt dran, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Es kostet ja nichts und ihr verpasst nichts mehr. Oh Gott, ich muss ja zugeben, ich habe den Kanal von Rigotti noch nicht abonniert. Wo geht das denn? Ah, hier. Abonniert. So, jetzt seid ihr dran. Hier in dem Fleckchen seht ihr die Minze wachsen und auch da kann man noch wunderbar ernten. Schaut, wie schön die noch ausschaut hier. Einfach ernten, trocknen und als Tee verwenden oder so abernten und ins Trinkglas rein, ins Wasserglas. Ah, die riecht so gut und es aromatisiert so ein Wasser toll wie eine Limo, bloß ganz ohne Zucker. Und ihr wisst ja, ich lebe zurzeit zuckerfrei. Das geht mir damit richtig gut. Ein separates Video dazu folgt. Und ihr könnt das hier sehen, im Hochbeet immer noch ein paar Tomaten, die draußen wachsen. Solange kein Frost kommt, wunderbar. Kälte halten sie aus. Heute Nacht hatten wir 3-4 Grad plus. Passt. Der Rosenkohl, der wird bei mir dieses Jahr wahrscheinlich nichts mehr. Schaut mal, wie winzig die Röschen geblieben sind. Vielleicht wächst er noch ein bisschen ran, wir haben ja noch Zeit. Und wo im Garten noch ein bisschen Platz war, habe ich immer noch Kürbisse gepflanzt. Auch hier im Hochbeeteck zum Beispiel. Hier ist noch mal einer runtergewachsen. Wunderbar zum Ernten. Tolles Teil. Auch im Kompost wuchs ein Kürbis, der ist mittlerweile fast hinüber. Da außen sieht man noch ein paar Blätter. Und die Früchte, die liegen hier zwischen den Brennnesseln. Hopp. Klasse. Hopp. Zweimal. Da ist noch einer viel zu klein. Und da hinten auch viel zu klein. Wusstet ihr, dass Kürbisse giftig sein können? Sobald ein Kürbis bitter schmeckt, nicht mehr essen. Das Bittere ist ein Zeichen für Giftigkeit. Bei unseren Speisekürbissen hat man das stark bitter schmeckende Gift Cucurbitacin herausgezüchtet. Es kann aber dennoch passieren, dass durch Rückmutationen oder durch verkreuztes Saatgut wieder Cucurbitacin im Kürbis ist. Also immer ein kleines Stück roh probieren, um zu testen, ob der Kürbis noch in Ordnung ist. Das gleiche gilt außerdem auch für Gurken und Zucchini. Aber hier versteckt sich noch einer. Ach, wunderbar. Der ist zwar noch ein bisschen gelb, trotzdem okay. Und hopp. Und im Apfelbaum kann ich die letzten Äpfel abernten. Die Sorte hier vom Baum kenne ich leider nicht. Und schaut mal, wie schön die Physalis hier dastehen. Wunderbar. Solange kein Frost kommt, wachsen die wie die Hölle. Und sie würden auch weiter wachsen und blühen. Aber die werden es dann auf keinen Fall mehr schaffen. Hier muss man immer die getrockneten Lampions rausholen. Und wenn sie so rascheln, dann sind sie fertig. Und innen drin.
Eine wahre Freude. Mm. Geht auch runter, schaut auf den Boden. Da fallen sie alle runter. Und sind reif. Schaut, was da für eine herrliche, leuchtende Frucht rauskommt. Mm. Physalis. Wunderbar. Und auch die Herbsthimbeeren sind dieses Jahr wieder toll gewachsen. Wenn meine Frau durchgeht und erntet, friert sie immer ein, bis genug zusammen sind. Und dann wird Marmelade draus gekocht. Aber das Beste natürlich, wenn man sie frisch essen kann. Wer von euch kann sich noch an den Baumstamm hier erinnern? Den habe ich vor ganz langer Zeit mal hier in den Garten reingesetzt. Habe ich ihn geschenkt bekommen vom Sägewerk. Der hat nicht durchs Gatter gepasst. Ja, und so langsam fängt er an, sehr morsch zu werden. Neigt sich immer weiter darüber. Und im Stamm erkennt man jede Menge Löcher hier von irgendwelchen Tierchen. Vielleicht auch von Wildbienen, die sich hier reingesetzt haben. Auch hier im Folientunnel gibt es immer noch was zu ernten. Hier zum Beispiel die schöne Spitzpaprika. Solange kein Frost kommt, wunderbar, können die schön ausreifen. Genauso bei den Tomaten. Die verwende ich jetzt nur noch für den Salat hier. Oder natürlich, um sie direkt zu essen. Mmh. So gut. Denkt dran, frisch ist immer am besten, am gesündesten. Mmh. Köstlich. Und so ein paar Blättchen Basilikum für den Salat kriege ich hier auch immer noch zusammen. Meine Stangenbohnen, die stehen auch noch gut da. Und von denen habe ich einige dran lassen. Die sind jetzt trocken. Und wenn man so eine Schote aufbricht, dann kommen sie raus. Ah, sehr schön. 1, 2, 3, 4 Kerne weiße Riesenbohnen. Entweder als Saatgut für nächstes Jahr oder einweichen in Wasser, kochen und einen ganz tollen Salat draus machen. Das schmeckt so gut. Ja, wer kommt denn da? Na, ihr Enten. Das ist außerdem das Putenküken, mittlerweile zu einem Puter herangewachsen. Hier kommt der Vater, der Puter. Dahinter die Enten, die sorgen hier wirklich, dass hier keine Schnecken mehr sind. Und meinen Hühnern, denen geht's auch gut. Die freuen sich immer noch über frisches Gras draußen. Das Allerbeste. Hier hinter mir, da standen ja meine Kartoffeln. Die hatte ich gemulcht mit einer dicken, schönen Strohschicht. Das hat denen gut getan. Aber jetzt nach dem Abernten habe ich viel Rasenschnitt mit drauf getan. Das Ganze mit vermischt und so ein bisschen ganz leicht eingehakt in den Boden. Jetzt haben die Bodenlebewesen, vor allem die Regenwürmer, schön viel zu fressen, können das langsam verarbeiten. Denn Stroh alleine würde recht lange dauern, bis das vermodert. Jetzt werfen wir noch einen Blick ins große Gewächshaus. Und auch hier stehen sie noch, die Tomaten. Ah, super. Und zwar jede Menge. Wir ernten hier ab für einen Tomatensalat. Überall sieht man sie noch rausblitzen. Chilis hängen noch jede Menge dran. Und das hier, ein Bergbasilikum. Und auch hier heißt es wieder, solange der Frost nicht zuschlägt oder die Kraut- und Braunfäule, sind die wunderbar zu ernten. Mmh. Black Cherry Tomate, kann ich euch nur empfehlen. Ja, und in so einem Folientunnel, da bleibt es halt einfach warm. Wir haben draußen jetzt so 15 Grad, hier drin weit über 20. Solange die Türen natürlich zu sind. Ach, und von einem Zuschauer kam außerdem die Frage, warum denn dieser Ententeich nur so halb in den Auslauf der Hühner reinragt und nicht komplett in dem Auslauf ist. Ja, das hat historische Gründe. Und zwar war der Auslauf mal etwas breiter. Da hatte ich einfach solche Zaunpfosten und einen Zaun außenrum, oben ein Netz gespannt. Aber das Netz oben drüber gegen den Habicht, das hat es im Winter dann einfach immer runtergedrückt. Deswegen habe ich irgendwann mal diese Gewächshausstangen hingemacht und ein Netz drüber. Jetzt ist es richtig stabil. Aber die Gewächshausstangen sind einiges schmaler und deswegen ist der Teich jetzt so halbiert. Aber ihr seht, die Enten können auch von außen rein, wenn ich sie draußen rumlaufen lasse. Oh, und ich sehe gerade, hier habe ich noch eine dicke Zucchini vergessen. Oh ja. Hopp. So, schaut mal hier. Da. Ja, wunderbar. Hä?
Wenn ich so in einer halben Stunde wiederkomme, dann ist die Zucchini ausgehöhlt, liegt nur noch die Schale da. Seht, dass sie da oben gelb rausleuchten? Jetzt im November hängen immer noch Quitten oben im Baum. Ja, solange kein Frost kommt, wunderbar. Ich warte, bis sie von selber runterfallen. Dann werden sie geerntet und frisch verarbeitet. Es gibt bestimmte Kräuter, die kann man auch ganz lange ins Jahr hinein beernten, wie zum Beispiel hier das Bergbohnenkraut. Das habe ich hier mal hingepflanzt, wächst auch schön und es hat sich hier komplett überall ausgebreitet. Mittlerweile richtig viel. Dann kann ich immer noch Blättchen zupfen hier von der Weinraute. Natürlich vom Rosmarin, Pimpinelle und auch hier vom wunderbaren Salbei. Den Wein, den habe ich noch nicht komplett abgeerntet. Hier hängen noch so ein paar Träubchen, dass wir immer mal wieder noch was Frisches essen können. Da, da, da. Ja, und eine halbe Stunde später sieht es so aus. Fein, hä? Ja. Rigotti heute mal in Gelb. Mein gutes T-Shirt ist tatsächlich aus. Heute musste ich mal gelb anziehen, weil es auch so kalt ist draußen. Mary, Max, Sabrina. Also der Max hat gerade erst angefangen für die Kamera. Ja. Und bevor wieder die Kommentare kommen, ich habe Sklaven im Haus. Nein, das ist alles freiwillig hier. Könnt ihr das bestätigen, Max? Sí, seguro. Sabrina, freiwillig? Ja. Wenn ihr Sabrina noch nicht kennt, Sabrina Outdoor, sie hat einen eigenen YouTube-Kanal. Hallo. Und du warst ja auch bei Seven Worthers Wald dabei, in der zweiten Staffel. Und wer sie noch nicht kennt, Dr. Mary Kissel, ihres Zeichen Biologin und auch schon ein paar Mal in den YouTube-Videos dabei gewesen. Und ihr habt einfach Bock, ein bisschen zu schaffen. Brennholz muss vors Haus, denn hier wird es langsam kalt. Ich bin mal gespannt, ob ich da hochkomme. Ja, Schwung ist alles. Gut gemacht! Toll, Max, toll! Das hinten? Die Spechtele. Dann. Hier rechts, da habe ich eine Steckdose und weil ich da ab und zu ran muss, baue ich mir da so eine kleine Brücke hin, damit das Holz die Steckdose nicht verdeckt. Easy. Und ich kann mich nur wiederholen, mit mehreren Leuten geht's nicht nur viel schneller, es macht auch viel mehr Spaß. Schneller, schneller, schneller. Jetzt bist du eigentlich hier so ein bisschen der Sklave. Oh Gott. Oh Gott. Nee, das machen wir nicht, weil wenn wir da nicht treffen, dann liegst du irgendwo unten. Nicht weit. Das ist Holz für den Winter. Und hier unter der Terrasse, da komme ich halt direkt dran. Ich muss nur aus dem Haus raus, habe direkt das trockene Holz für den Kamin. So ideal. Also hier das Zwischenlager. Und solche Prügel passen hier rein, muss man auch mal überlegen. Das ist, ja, ich muss viel weniger arbeiten. Weil das sind 50er Scheite, dicke Prügel, trotzdem total trocken, messe ich ja immer. Perfekt. Ganz kurz. Ah, die sind echt lang. Also in meinen Ofen würde die Hälfte nur reinpassen. Du hast auch einen Holzofen, Sabrina? Ja, also so ein Metallteil, nicht so ein fancy Ding, was du hast, sondern so diese, die man sich in Wohnungen nachrüsten kann. Ja. Ah, stimmt, in einem Video habe ich es gesehen. Ja, genau. Ja, genau, wo du so ein bisschen über die Zukunft deines YouTuber-Lebens und über die Vergangenheit redest. Genau, genau, genau. Aber es ist schon saugemütlich, ne? Schon toll. Es ist eine andere Wärme. Ja. Und also jetzt gerade jetzt, wo ich aus dem Wald immer das Holz holen kann, vorher haben wir es in den Baumarkt geholt, das ist dann natürlich mehr. Ja, ne? Ist halt wie in der Apotheke, ne? Ja. Nicht mit gerechnet. Und abladen. Einmal auskippen, genau. Zack. Ach, das ist ja ein fancy Ding. Das ist super. Wo gibt's sowas? Kann ich dir Japaner, ne? Umgangssprachlich Japaner oder Zweirad-Schubkarre. Kann ich dir nur empfehlen, die Dinger, die sind so gut. Wo gibt es sowas? Ja, überall, wo es so im Pferdehandel.
okay. Die werden so für Strohballen oder viel Heu. Ja. Aber für den Garten auch super, die Dinger. Und ich kann wirklich schwere Dinge ziemlich einfach, wenn man es ausgleicht, ziemlich einfach hoch und schieben. So, der Heinz zieht Fäden. Der Heinz zieht Fäden. Die können wir rüberschwenken. Ja. Holzheinz zieht Fäden. Und auch Heinz ist im Rigottiland und macht eine Schnur, und zwar aus Brennnesselfasern. Die einzelnen Stränge drehen und dann zusätzlich noch eindrehen. Ja, und die Fasern der Brennnesseln, die sind ziemlich kräftig. Hast dich hier bedient? Ja, hier ist ja alles voll. Hier lasse ich immer gerne die Brennnessel stehen, ein kleines Brennnesselmeer für die ganzen Falter, für die Schmetterlinge, denn ganz viele Schmetterlingsarten ernähren sich von den Brennnesseln bzw. legen da ihre Eier für die Raupen dann ab. Und schau her. Nie leer gehen. Nee, genau. Nie leer laufen. Super. Ist das die Menge, die du so brauchst, oder musst du im Winter noch mal nachbauen? Nee, muss ich schon noch 2-3 Mal. Perfekte Schnüre aus Brennnesseln. Hab jetzt nicht ich gemacht, sondern der Heinz. Die Fasern sind super haltbar, ne? Ja. Aber noch besser wäre natürlich Hanf, oder? Hanf ist noch kräftiger. Brennnessel finde ich halt an jeder Ecke. Ja, Hanf nicht so oft. Das sind ein paar Newton. Wenn sie leicht antrocknet, so eine Stunde, eineinhalb, dann sind sie noch stabiler und noch haltbarer. Kriege ich nicht durch. Ich krieg's nicht durch. Und mit diesen Nüssen gehe ich jetzt in den Wald und werde die Pflanzen, ja, das sind Schwarznüsse. Name ist Programm, die werden so richtig dunkel schwarz. Vorsicht, die färben auch richtig die Hände dann schwarz. Deswegen am besten nur mit Handschuhen anfassen. Die Nüsse innen drin sind außerdem essbar, nur die Schale unglaublich schwer zu knacken, nicht ohne Handschuhe. Innen sieht sie eine Walnuss recht ähnlich. Okay. Ja, Wahnsinn. Jetzt. Gar nicht schlecht. Ähnlich wie eine Walnuss. Aber gut, schwarznussig. Schwarznuss, ein schöner Baum, und der darf bei mir im Wald dann auch wachsen. Ist das eine deutsche Wespe oder eine... Eine deutsche Edelwespe. Bunte deutsche Edelwespe. Wir gehen jetzt mal in die Pilze gucken. Es ist zwar schon November, aber mit ein bisschen Glück kann es noch sein, Max, oder? Es war noch nicht kalt so richtig. Wenn ihr noch nicht 3-4 Tage Bodenfrost hattet, dann kann das noch was werden. Und es war noch nicht. Jetzt ist es schön warm und wir hatten viel Regen. Also ideale Voraussetzung, oder? Ja, definitiv. Brauchen Wasser. Anschnallen, seid ihr alle angeschnallt? Und ich bin schon wieder nicht angeschnallt. Oh, aber hier ist noch privat, deswegen erst da draußen wird es öffentlich, von dem her alles okay. Das habe ich verpasst. Immer wenn ich erst losfahre und dann anschnalle, zahle ich 5 Euro in die Nicht-Anschnallkasse. Okay. Aber wenn ich so auf privatem Gelände, dann zählt es nicht so ganz. Ich habe mir dummerweise irgendwann mal saublöd angewöhnt, ich fahre los und schnall mich an, anstatt ich schnall mich an und fahre los. Da haben die Zuschauer immer gemeckert, und das zu Recht. Und seitdem habe ich gesagt, okay, für jedes Mal 5 Euro. Wenn ich dann bei 100 bin, gibt es eine Spende. Und wie viel ist schon im Topf? Es dürften jetzt so 85 sein. Also ich zähle nicht immer nur, wenn es im Video ist, sondern auch privat tatsächlich. Wenn, wenn die Kamera nicht läuft, da bin ich ganz fair. Und sehr schön zu sehen, du siehst fast nirgends Äcker wie hier, die freiliegen. Mittlerweile ist ja Gesetz, dass du... den Acker nicht mehr roh liegen lassen darfst, also pflügen und brach liegen lassen, sondern du musst ja immer was einsäen, dass es keine Erosion gibt. Und hier jetzt ganz viel Verzelia, sieht man. Sabrina, ist das aufgefallen auf unserer Hinfahrt? Alles so blau. Super, ne? Wunderschön. Ja. Der Bienenfreund, ne? Verzelia. Ja. So, hier sind wir. Jetzt schauen wir mal. Wald. Der da. Ziel ist hier, ganz kurz für dich nur, dass man ein paar Fichten rausnehmen, dass Licht reinkommt. Du siehst jetzt hier so diese Lichteinfälle. Dann kommt Naturverjüngung hoch, und hier sollen Bäume wachsen wie Esche, Buche, Erle, Ulme,
Linde und so weiter, also ein schöner Mischwald und vor allem Laubhölzer, Edellaubhölzer ist ganz wichtig. Ja. Und nicht hier wie hier jetzt ein reiner Fichtenbestand, die Hölle, ganz schlecht. Davon muss man weggehen. Kippen auch schnell um, ne? Ich glaube, die Wurzeln ja auch nur flach. Super, ne? Flachwurzler, genau. Deswegen. Da gibt es nämlich Kiefern mit langem I, haben lange Nadeln und sind Tiefwurzler. Kiefer? Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, Kiefer sei auch Flachwurzler. Nee, Kiefer tief. Okay. Max spielt nur am Handy rum, sie spielt nur an der Kamera rum. Und schaut mal her, Heinz wird auch zum YouTuber. Jetzt aber Pilze. Auf! So, der erste Fund, kleine Boviste. Kleine Stäublinge, würde ich mal sagen. Aber geht schon mal in die richtige Richtung. Verwandter ist der Riesenbovist. Meinst du, die sind essbar? Ich kann hier die genaue Art nicht abgrenzen, muss ich dazu sagen. Die Stäublinge sind mein Fachgebiet. Grundsätzlich gilt aber der Großteil dieser Stäublinge als essbar, wenn er innen noch rein weiß ist, das Fleisch. Das sind nämlich Bauchpilze und die bilden die Sporen hier im Inneren. Nicht im Steinpilz oder im Fliegenpilz, wie man es kennt, in Röhren oder Lamellen, wo das Pulver, Spornpulver rauskommt, sondern hier wird es im Inneren gemacht. Man kennt es auch, wenn man durch den Wald läuft und die sind ein bisschen älter und drückt so drauf, dann pufft es mal so diese Puffpilze. Ne? Ja, das zeige ich gerade mal. Halt mal einen Pilz hin. Wir haben in hier die Kamera. Alten. Das mache ich, dann mit Photoshop. So, mit Photoshop? Okay. Puff. Stäublinge, Bovisten vertragen viele Leute nicht. Und ganz ehrlich, hier jetzt so viel sammeln, lohnt sich nicht. Ne? Bei so einem richtigen Riesenbovist, da sagt der Heinz Dinosaurier-Eier dazu, wird sich das lohnen. Aber ist auch wieder Geschmackssache, sage ich mal. Mein Favorit sind sie nicht. Und dann haben wir noch einen Bovist gefunden, aus dem es wirklich rausgestaubt hat. Gehen wir mal zum Ausblick rüber. Oh, wow. Aber wow, das sieht ja schön aus. Da geht's richtig steil runter. Und da hinten fließt der Lech bei wunderschönem Wetter. Und unser Ziel ist dieser Abhang hier. Schön, ne? Ja, richtig romantisch. Könnte man jetzt hier so picknicken oder so. Das ist echt herrlich. Den nächsten Speisepilz. Was hast du denn da? Nee, das ist kein Speisepilz. So, hier haben wir. Hier sieht man noch ein bisschen ganz zart die Flocken, die Velumreste. Er ist auch schon vertrocknet. Hier haben wir einen Fliegenpilz. Aha. Und deswegen auch, wenn man Arten nicht kennt und bestimmen will, immer mit allen Merkmalen entnehmen. Ich habe das hier nicht so ganz hinbekommen, ein bisschen zerfetzt. Aber der Fliegenpilz ist ja ein Knollenblätterpilz, Amanita. Ach, sind die verwandt? Mhm, die sind verwandt. Das wusste ich gar nicht. Ganz eng verwandt. Okay. Er ist nicht tödlich giftig, aber er ist giftig. Viele nutzen ihn neuerdings sehr gern zum Berauschen. Das ist ein großer YouTube-Hype tatsächlich. Oh Gott, aber da... Das empfehlen wir nicht. Empfehlen wir null. Ganz klar ab davon. Okay. Mhm. Und das ist auch so, das, was Tiere essen, muss nicht für uns essbar sein. Also teilweise eine Schnecke, die hat ja keine Leber. Wenn wir einen Pilz essen, der lebergiftig ist, ne? Interessiert die nicht. Also es ist eine Binsenweisheit. Nicht das essen, was Tiere angeknabbert haben. Absolut nicht. Stimmt nicht. Bei Winnetou. Das ist auch nicht so lange her, dass der rausgebrochen ist. Und sowas finde ich ja ein wunderschönes Beispiel. Das hier ist ein Baumstamm. Ja, da ist nicht mehr viel übrig. Der ist schon lange mal umgefallen, wahrscheinlich im Sturm. Und der Baum, der liegt da tatsächlich noch. Hier kann man ihn sehen, beziehungsweise seine Reste hier. Und man kann sehen, wie er sich so langsam zersetzt und wieder zu Humus wird. Und in der Zeit wird er auch Nahrungsquelle für viele Pilze und Käfer. Und nicht nur Nahrungsquelle, sondern auch ein Zuhause. Kann man hier schön erkennen. Alles voll durchlöchert. Schaut euch das mal an. Das ist schon fast ein Kunstwerk. Schau mal, wie wunderschön sowas aussieht. Wow, da haben ja die Tierchen schon gut gefressen. Das ist doch wie ein Kunstwerk, oder? Ja. Die größeren Löcher, die kommen von Holzameisen. Jetzt haben wir endlich mal was zum Zeigen. Wir sehen hier, der ist schon komplett zerfressen. Ne? Also nichts mehr für die Küche. Macht nichts Proteine. Nein, machen wir nicht. Bei Röhrling, Druckprobe im Hut, springt nichts mehr raus. Fleisch weich, also nichts mehr für die Küche. Aber zur Bestimmung, er bläut. Das ist eine Enzymreaktion mit Sauerstoff.
Das Bläuen heißt nicht, dass er giftig ist oder so. Das ist einfach für uns nur ein Bestimmungsmerkmal. Das ist ein Speisepilz auf genau, jeden Fall. Genau, das ist ein Speisepilz. Fast alle Röhrlinge sind Speisepilze. Und das ist der Maronröhrling. Feiner Speisepilz, aber wir sind in Bayern. Aufpassen. Flo wird die Radioaktivitätskarte unterlegen. Es ist jetzt 37 Jahre her, dass der Reaktorunfall in Tschernobyl war, das Atomkraftwerk, das explodiert ist. Und noch immer haben wir die Auswirkungen bei uns, gerade hier in Südbayern. Hier auf der Karte kann man es schön erkennen. Je dunkler die Stellen, desto stärker ist die Strahlenbelastung. Und das Bundesamt für Strahlenschutz, das sagt, wenn man übliche Mengen verzehrt, dann ist die zusätzliche Strahlenbelastung vergleichsweise gering. Bei denen wirklich, die sind sehr, sehr gern belastet, auch richtige Schwermetallsammler. Und hier gibt es in Bayern auch ein, zwei Regionen, Tschernobyl, wo man die nicht sammeln sollte oder auf jeden Fall nicht zu viel davon essen sollte. Die lasse ich auf jeden Fall immer liegen. Ich nehme sie hier leider nicht mit. Leider. Weil sie schmecken eigentlich gut. Schade. Schade drum, wirklich. Ja. Einen lila Pilz. Wahnsinn, ja, die Farbe. Ja. Brech mal ein Stückchen ab und sag mir, ja, an was es dich erinnert, Flo. An irgendwas Fleischiges. Also ich finde es sehr markant. Hilf mir. ACE-Saft. Echt? Ja, hilf mir mal. Ja, wo du sagst, ja, wäre ich jetzt nie drauf gekommen, aber wenn man es im Kopf hat dann und dann riecht, auch wieder essbar oder nicht? Das ist ein essbarer Pilz, violetter Rötelritterling. Rötelritterling? Mhm. Oh. Hier haben wir jede Menge Hallimasch und wo noch Hallimasch wächst, hat der Max gefunden. Bei mir im Garten, da gehen wir nachher mal gucken. Aber was wir noch haben? Einen wunderschönen Flaschenstäubling hier. Und der lässt sich besonders gut erkennen, da müsst ihr nah hin mit der Kamera, da hier oben so kleine, wie so Dreiecke sind oder kleine Pyramiden, der hier ganz sachte abgehen. Und er hat natürlich auch ein bisschen ne, Flaschenstäubling, so ein klein wenig die Form. Ja, und dass auch Tiere Pilze sehr gerne essen, kann man hier schön erkennen. Hier sind Spuren zu erkennen im Laub, Trittspuren. Und hier hat er sich bedient, wie von einem Tisch, Pilze. Die Hüte sind weggefressen, kann man schön erkennen, richtig abgebissen, alles, da hat sich jemand schmecken lassen. Unglaublich, wie an manchen Baumstümpfen hier der Hallimasch wächst. Da verwette ich meinen Arsch drauf, dass du das sofort riechen wirst, was es ist. Okay. Das wirst du sofort, ich riech's jetzt schon. Brech einfach mal den Stiel in zwei und riech. Und okay. Da kann ich auch wegtreten. Mhm. Also ganz intensiv. Bitte, Flo. Ja. Fleischbrühe. Also für mich ist es gar nicht unangenehm, muss ich sogar sagen. Mir ist zu streng. Wenn ich jetzt beim Japaner bin und ich krieg sowas hier als Salat mit Alge und so, würde ich es gerne essen. Dann drehen wir mal und geben mal Sabrina. Oh, ja, voll Knoblauch. Ja. Dieses Schafe auch vom Knoblauch. Langstieliger Knoblauchschwindling. Giftig? Ist auf der Positivliste der Speisepilze. Ah. Könnte man essen. Gilt als Würzpilz in kleinen Mengen. Nee, nicht roh. Wir essen keine Pilze roh. Okay. Machen wir keine Kostproben. Entweder lässt meine Nase nach oder jetzt, wo du sagst, rieche ich den. Mhm. Aber ansonsten habe ich davor eine würzige Rinderbrühe so okay. Gerochen. Wieder so ein Umami. Mhm. Ganz so ein Umami-Geruch. Also, ich kann es nicht riechen. Nein! Ja, also mir ist es zu intensiv. Frisch geschnittener Schnittlauch, dieses knoblauchige, schnittlauchige. Ja. Noch nie gehört, noch nie gesehen. Folgezersetzer bitte. Ist auf jeden Fall mein Freund. Wenn du hier rüberkommst, oder hast du einen frischen noch? Knoblauch. Ja, aber klein dazwischen. Gibt es überhaupt eine klassische Kanne? Ja, logisch, die Weißkanne. Okay. Außerdem wunderschöne Baumpilze. Schaut euch das mal an hier. Richtig fest. Und so schaut er von unten aus. Auch Hallimasch in ganz klein. Uah. So Max, was haben wir gefunden? Nicht allzu viel, muss ja. Ich sagen. Nein, stimmt gar nicht. Wir haben jede Menge gefunden. Zwar nichts Gescheites Essbares, ja. Bis auf ein paar Maronenröhrlinge. Aber ich habe auch wieder was gelernt. Denn jetzt weiß ich, wie ein Hallimasch aussieht. Denn da war alles voll mit Hallimasch. Also wieder was gelernt. Super. Die Speisepilzmengen, wie jetzt zum Beispiel im Schwarzwald, waren jetzt halt nicht so da. Aber vielleicht komme ich mich ja da mal besuchen. Und dann machen wir eine Pilztour richtig mit dick Speisepilzen. Total gerne. Muss ich machen. Ich gehe ja gerne in die Pilze. Ich esse gerne Pilze. Aber ich bin hier echt wie beim Angeln. Ich finde nichts. Ich fange nichts. Max ist ja Pilzcoach und vielleicht klappt es dann mal. Ich hoffe es doch. Mhm. Ansonsten war es halt eher so ein bisschen
düster. Ja. Jetzt wird es schon richtig dunkel draußen. Wir fahren los. Danke. Tut mir leid, Leute, aber er kriegt das noch zusammen, denke ich. Ihr wisst ja, für jedes Mal nicht angeschnallt losfahren, 5 Euro in die Spendenkasse. Vielleicht bin ich so Richtung Weihnachten oder Neujahr oder so mal fertig. Dann dürft ihr außerdem mit abstimmen, wohin das Geld geht. Ja, finde ich cool. Gute Sache. Mhm. Überlegt euch was Schönes. So, aber jetzt, los geht's. Boah, und wir dünsten ganz schön aus. Die Scheibe ist beschlagen. Ich muss mal kurz aufmachen, dass wieder ein bisschen Sauerstoff reinkommt. Ja. Sabrina, wenn es dir zu sehr zieht, sagst du Bescheid. Nicht, dass du dich erkältest. Innerhalb von einer Viertelstunde war es jetzt düster. Wir sind ja auch sehr nah am Äquator. Am Weißwurst-Äquator. Ja, an dem. War aber mal wieder so eine richtig, richtig frische Weißwurst vom guten Metzger. Die gibt's hier, ja. Mit einem schönen Brezel und so ein Kristall- oder Hefeweizen. Hefe. Süßer Senf. Kristallweizen? Ja, das streichst du mal bitte aus deinem Gehirn. Ja, ich weiß, das wollte ich nicht. Kennt ihr eigentlich Bananenweizen? Oh ja. Klar, Bananenweizen, geil. High Five. Bananenweizen ist genial. Echt, ich habe normalerweise nie so Anhänger von, also viele ich liebe es. Ich ja. Auch. Und es passt tatsächlich. Ja. Selbst meine Frau, die kein Bier, so, doch Bier so ein bisschen, aber Weißbier nein und dann noch mit Banane. Ich habe sie mal probieren lassen, die hat gesagt, oh, tatsächlich. Gut. Ja. So, vor 40 Jahren habe ich eine Cola-Weizen. Nein, das ist kein Vergleich, das ist was ganz anderes. Aber dieses Fruchtige der Banane. So lecker, das ist richtig. Ich lieber nichts zu Weihnachten, wie sowas trinke, Entschuldigung. Nein, Heinz, wirklich? Hast du schon mal probiert? Ja, danke. Okay. Lieber nichts zu Weihnachten. Ja, lieber nichts zu Weihnachten oder ihr probiert es tatsächlich mal aus. Ein Weißbier mit einem kleinen Schuss Bananensaft. Mir schmeckt es richtig gut. Und das war's schon wieder mit dem Rigotti-Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einfach mal einen Daumen rauf da. Kostet ja nichts. Und ich hoffe sehr, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Sonntag ist Rigotti-Tag. Ahoi, sagt euer Selbstversorger Rigotti.